Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also heute zeige ich euch einige Fotolocations, also schöne Orte, bei denen man coole Fotos machen kann. Und für den ersten gehen wir nach New Hillcrest. Ich weiß gerade gar nicht, wie dieser Ort heißt, aber es ist auf jeden Fall mega schön. So, also ich spule jetzt einfach mal den Weg, wo ich durchreite, von dem Transporter beim New Hillcrest-Schalter, damit ihr gerade wisst, wo ihr hin müsst. Hier sind wir auch schon angekommen. Ich schaue dann gleich mal, wie dieser Ort heißt, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ah, Tempel der Abenddämmerung heißt dieser wunderschöne Ort hier. Und ja, hier vorne hat es zum Beispiel eine Bank. Da kann man sich richtig schön draufsitzen. Dann hat man auch einen richtig schönen Ausblick auf ganz Epona eigentlich. Und dann ist hier dieser wunderschöne Tempel, kann man zum Beispiel auch reingehen, logischerweise, diese wunderschönen Fotos machen. Also das finde ich wirklich mega cool. Yes, für den nächsten Ort gehen wir nach Dandal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich dort wieder. Okay, ich filme jetzt hier von dem Anhänger im Dandal-Stall. Damit ihr auch gleich wisst, wo ihr hin müsst. Also hier kann man nämlich auf die Seerosenblätter drauf springen. Und das finde ich sieht richtig cool aus. So, man geht nicht unter, ne? Gut, die nächsten Orte sind mehr so allgemein, also nicht so explizite Orte, sondern eher so allgemeine Orte, also halt Gegenden, die sehr schön sind für Fotos. Als erstes haben wir Nebelfall. Ja, also der erste Ort ist, wenn man hier so weiterreitet. Finde ich einfach richtig schön, weil es ist so ein bisschen magisch, ein bisschen verzaubert. Das finde ich einfach richtig schön. Zum Beispiel auch, wenn man Fotos mit magischen Pferden oder mit Urpferden vielleicht machen möchte, passt das bestimmt richtig gut. Zum Beispiel auch hier über die Brücke mit der schönen verschneiten Landschaft. Oder hier vorne dann zum Beispiel beim Wegweiser kann man so mit dem Charakter vorbeilaufen. Das wird auch richtig schön aussehen. Als nächstes haben wir die überarbeiteten Hollowoods. Da war ich tatsächlich noch gar nie, aber da muss ich auch unbedingt mal hin. Weil ich war, seit die überarbeitet wurden, war ich halt überhaupt noch gar nicht dort. Aber von das, was ich so an Videos gesehen habe, sieht das schon richtig cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt wo es dort so ein Fluss glatt durch hat, sieht auch gut aus mit so einem. Also ich glaube, das könnte gut aussehen. Aber wir schauen das erstmal an. Also vielleicht sieht es auch richtig scheiße aus, dann ja. Gehen wir erstmal hin. Okay, Valedale Village ist so schön, um Fotos zu machen. Zum Beispiel habe ich mir gerade gedacht, könnte man zum Beispiel so hier so dort haben und dann so mit dem verwunschenen Hintergrund irgendwie. Wenn man fotografieren kann, könnte es richtig gut aussehen. Zum Beispiel so vielleicht. Ne, also versteht ihr? Gut, dann haben wir noch der fünfte Platz. Das ist das Grüntal. Okay. Da gehe ich auch ganz kurz hin. Also ich bin jetzt beim Transporter in Wolfhall Inn, dann reiten wir mal gemeinsam ins Grüntal. Was ist denn das? Das sieht ja komisch aus.
Okay. Gott, habt ihr das gesehen? Wow. So, nach diesem Abzweiger ist eigentlich alles so ein bisschen Grüntal. Also da finde ich alles sehr, sehr schön. Aber speziell auch, ja, nee, eigentlich nicht. Okay, so, zum Beispiel dieser Tunnel sieht richtig schön aus. Oder hier kann man ja überall so ein bisschen klettern gehen eigentlich. Da ist nochmal so ein komischer Ding. Oh mein Gott, da fliegt mir dann gleich ein Stein auf den Kopf. Nee, also. Wow. Das Moos so wie ein Stein ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, weil ich mach das ganz kurz weg, deswegen. Ja, so kann man hier ja überall so ein bisschen reingehen und so ein bisschen klettern. Oder zum Beispiel auch irgendwo hat es ja noch ein Baumhaus. In das Baumhaus kann man auch zum Beispiel reingehen. Sieht auch richtig schön aus. Oder so mit den ganzen Bäumen hier. Sieht das richtig cool aus. Also, wenn man eher so was Naturartiges sucht, dann passt das hier auf jeden Fall ganz gut. Also, fassen wir alles nochmal ganz kurz zusammen. In New Hillcrest haben wir den Tempel der Abenddämmerung. Das ist eher so ein bisschen romantisch, elegant, so. Dann in Dandal haben wir die Seerosenblätter. Das ist eher so ein bisschen spielerisch, aber so ein bisschen fancy auch, finde ich. Die Hollowoods sind so ein bisschen magisch, so ein bisschen Garden-Ästhetik, so ein bisschen, ja, ist halt so ein bisschen verwunschen, verwachsen, aber trotzdem noch so richtig cool, romantisch. Dann allgemein Nebel, hat nur das? Ja, allgemein Nebelfall, wenn man dort so raufreitet, dort den Slalom und so. Das wäre vor allem so für U-Pferde, Magie, magische Pferde. Und hier im Grüntal so ein bisschen naturverbunden, Erde, Nature, so ein bisschen das. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr Video-Ideen oder Wünsche habt, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Ich brauche Inspirationen. Und schreibt mir gerne so ein bisschen Feedback zu diesem Video. Ich habe jetzt doch seit einem Jahr nichts mehr gepostet. Tut mir auch sehr leid für das, aber irgendwie hat gar nichts gepasst, gar nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe natürlich, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr Fotoplätze gesucht habt oder euch allgemein so ein bisschen unterhalten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Hey, muss ich überhaupt da? Scheiße. Ist das richtig? Ja, safe. Doch, doch. Okay, ich bin falsch abgebogen. Gehen wir nochmal zurück. Ernsthaft? Okay. Do something holy. Lalalala. Badadada. Ist richtig schön aus dem Blick. Ah. Das ist so schön.